Jo, in dem Video kann Gewalt vorkommen, also wenn sie empfindlich sind, schauen sie es lieber nicht. Und das Spiel ist ab 16, das heißt, wenn du zu jung bist, dann schleich dich, sonst kriegst du Knackwatschen. So, hallo, da sind wir wieder, Silent Hill 3. Und wir sind beim Bauplatz, nennt sich das Ganze hier. Ja, wir sind gerade fresh out of the Kanalisation gekommen beim letzten Mal. Und dementsprechend riechen wir vermutlich. Gut ist nur, dass wir hier vermutlich keine lebenden Leute treffen. Also brauchen wir uns auch nicht zu genieren. So, ich höre hier mal kein Neues. Aber dafür sehe ich Gesundheitsdrinks. Oh yeah. So, und ja, wir sind jetzt hier beim Bauplatz und so. Und das ist cool, weil hier gibt es nämlich keinen Strom und der Aufzug funktioniert nicht. Dann bleibt uns nur die Tür. Wir haben leider keine Map von dem Gebiet hier. Noch, wir werden sicher eine finden, aber zuerst schauen wir uns hier unten mal um. Und zwar gibt es hier, sind Zementsäcke oder so aufgestapelt. Das ist toll. Leider wollen wir uns keine Burg bauen oder so. Strange Noises. Wir sind hier nicht bei Minecraft. Was steht hier? Gar nichts, okay. Da unten ist ein No-Smoking-Schild am Boden. Und wie weit geht's hier rauf? Es laggt ein bisschen. Was steht da? Warning, the third level ceiling has crumbled. For safety's sake, entry is forbidden. Okay, eine Werkzeugkiste, aber es ist nicht nützliches. Nichts Nützliches drin. Und hier noch eine, und hier ist auch nichts Nützliches drin. Okay. The fourth level floor has crumbled. For safety's sake, entry is forbidden. Ja, das heißt, der Boden im vierten Stock ist eingestürzt und man darf da nicht rein. Und im dritten Stock ist die Decke eingestürzt, die gleichzeitig auch der Boden vom vierten Stock ist. Wir gehen mal ganz oben rein. Risky Business. Hier ist Licht. Das ist eine Toilette. Ich dachte, das Gebäude wäre noch im Bau, aber die sieht benutzt aus. Cool. So, gibt es hier was zu finden außer Klopapier, das am Schimmeln ist, wie es scheint? Ein Besen. Da muss doch irgendwas sein, oder? Oder ist es nur da, um uns zu sagen, dass die Toilette benutzt ist? Und dass hier vielleicht jemand herumgeistert? Eine Kabeltrommel und ein Sack Zement, die kann ich beide nicht gebrauchen. Cool, was liegt da am Boden? Eine Bierdose. Oh, ich hätte jetzt gern Bier. Wir schauen mal hier rein. Das Schloss ist aber leider kaputt. Kann ich da eine Weinflasche mitnehmen wieder mal? Nein. Hier liegt überall Alk rum. So, wir schauen mal hier rein. What? Was geht denn hier? Dreh dich mal. Ich hasse die Kamera. What is that? Die Wandfarbe sieht hier etwas anders aus und das Material ist auch anders. Wenn ich hart genug zuschlage, bricht es vielleicht. Okay, das heißt, wir schauen mal in unser Inventory und choosen eine andere Waffe. Und zwar nehmen wir gleich mal den hier. Da können wir feste drauf kloppen, ne? Go! Zackaposch! Und wir haben reingekloppt und da ist eine Leiche in der Wand. Und ich habe einen Schalldämpfer. Moment, ey. Ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Ich kann im Moment nichts tun. Aha. Ja, okay. Also da hat jemand eine Leiche einzementiert auf jeden Fall. Hier gibt's Pistolenpatronen. Apropos Pistole, die sollte ich wieder ausrüsten. Okidoki. So. Was gibt's hier noch? Nur nichts Wichtiges eigentlich. Was ist hier?
gar nicht. Okay. Tür ist auch gar nicht. Dreh dich. So. Okay, das heißt, wir haben scheinbar die Möglichkeit, hier nicht runter zu gehen. Okay. Ah, da ist ein Gesundheitsdrink. Cool, cool. Das ist ein kleines Heim aus Kartons und alten Decken. War wohl ein Hausbesetzer. Mhm. Was? Ich kann den Boden der vierten Etage nicht sehen. Es ist zu gefährlich, um hier runter zu springen. Okay. Ja, du kannst den Boden der vierten Etage nicht sehen, weil er eingestürzt ist und du würdest direkt in die dritte Etage runterhüpfen. Allerdings brauchst du dir keine Sorgen machen, ist nicht besonders tief, weil nämlich im dritten Stock die Decke vom der Boden vom vierten Stock liegt. Also ist das etwas höher. Kann man da eigentlich rein? Oh, du sagst es nochmal auf Deutsch. Die Tür ist fest zu, sie bewegt sich keinen Millimeter. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt geht, aber wie es scheint, können wir nur in die unteren zwei Stockwerke, nachdem da oben jetzt nicht viel war. Schauen wir mal hier rein. Oder auch nicht. Ja, dann bleiben uns ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Das heißt, wir gehen ins Stockwerk 1F, stand da gerade. Und hier steht es auch nochmal. Okidoki. Was ich ein wenig sonderbar finde, ist, dass ich hier nirgends auf Gegner treffe. Was ist das für ein Knopf? Gar nichts. Okay, hier kann ich auch nicht rein. Aber hier werde ich auf Gegner treffen, oder? Moment mal. Nee, da bin ich her. Hoppla. Wie? Hä? Ich check's nicht. Okay, ich bin da reingegangen. Da war doch noch irgendwo eine Tür, oder? Also hier ist... Kann ich gar nicht rein? Hier kann ich auch nicht rein. Oh, eine Trittleiter. Das ist zu groß, um sie mitzunehmen. Toll. Und hier kann ich auch nicht rein. Und da oben ist nichts. Und habe ich da oben irgendwas vergessen? Naja, was mir jetzt gerade einfällt, ich könnte natürlich den unter Gegenstände den Schalldämpfer ausrüsten. Ich bin leiser, also schwerer für den Feind zu finden. Scheint die Waffe aber auch zu schwächen. Schwächen. Naja, egal, wir nehmen es mal. Okay, so jetzt haben wir mal das. Und wir schauen nochmal hier ran. Hier muss ja irgendwas sein. Was habe ich übersehen? Hier ist mal nichts. Da schaust du irgendwas an. Ah, eine versiffte Matratze. Wirst du dich in das Loch fallen lassen? Ja, nachdem hier sonst nichts ist, machen wir das mal. Das heißt, sie wirft jetzt die Matratze da rein. Alles klar. Hallo, ich würde da gerne... Ah, so. Und ich höre merkwürdige Geräusche. Ich hätte jetzt natürlich trotzdem gerne eine Map. Oder beziehungsweise jetzt erst recht eine Map. Wieso ist da ein Loch? Oh oh, oh oh, oh kacke, da ist ein Gegner. Da rennen wir nicht hin, da ist auch ein Gegner. Lauf mal ein bisschen schneller. Okay, wir sind jetzt scheinbar am Baugerüst und hier kann man rein. Scheint's. Ein Schaufensterpuppenkatalog. Aha. Das ist wohl die Rezeption einer Schaufensterpuppenfirma. Sowas gibt's.
Also ein Katalog für Schaufensterpuppen. Ich habe geglaubt, die sind eh alle gleich. Tja. Eine Thermoskanne, sie ist leer. Was gibt's hier noch? Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon in einem anderen Gebäude. Hier kann man rein, hier sind wir auf dem Gang. Irgendwo. Was jetzt natürlich interessant wäre, ist, ob ich da irgendwas verpasst habe. Weil ja in dem Raum noch eine Tür war, die ich nicht gecheckt habe. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht zurückgehen, ehrlich gesagt. Mal schauen, was hier so ist. Die, oh, ist da eine Karte? Nee. Okay, was ist das? Gar nichts. Dann ist das vermutlich auch nichts. Hier ist noch eine Tür. Nein, was ist das für ein Licht? Gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist... Oh, hier kann ich rein. Und ich höre Geräusche. Es ist natürlich blöd, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier hinlaufe. Ich will auf jeden Fall woanders hin. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, weg, 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 oh Kacke. Puh. Mal hier rein. Okay, das scheint mal gut gewesen zu sein. Monikas, was war das? Dance Studio? Okay, umkleiden. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Eine Ampulle. Yay. Was gibt's hier noch? Nichts Interessantes. Okay, und das war's auch schon wieder, wie es scheint. Ist hier was hinten? Nein. Ein Kalender. Verzeihung. So, was gibt's hier? Eine Tür, die kaputt ist. Was ist hier? Ah, ein Speicherpunkt. Wir sind hier auf jeden Fall irgendwie richtig. Hier ist nichts Wichtiges, hier ist nichts Wichtiges. Und was gibt's hier noch? Der Tisch ist chaotisch, nichts drauf, an dem ich interessiert wäre. Das ist blöd. Was gibt's hier? Ah, Hilltop Center. Ich habe eine Karte des Bürogebäudes. Okay, und wir werden hier mal speichern. Wir schauen uns zuerst nochmal die Map an. Der Part ist eh gleich vorbei. So, wir haben hier in dem Stockwerk zwei Türen noch übrig, die wir noch nicht gecheckt haben. Und einen Aufzug. Naja, 3, 4, 5 Türen, die wir noch nicht gecheckt haben und einen Aufzug. Und es gibt wie viele Stockwerke? Das sind mal 2, 4, 6 Stockwerke. Okay, das sollte irgendwie machbar sein, glaube ich. So, wir schauen hier nochmal schnell, ob wir hier auch wirklich nichts vergessen haben. Nein, scheint nicht so. Okay. Ja, dann werde ich hier speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sie sagt übrigens jetzt schon seit längerem gar nichts mehr zu den Siegeln. Wir überspeichern den ersten Bauplatz. Okay, bis dann.